Wir sind auf Entdeckungstour in einer verwunschenen Parkanlage. Inmitten einer belgischen Großstadt. Umringt von modernen Bürogebäuden steht dort ein mondänes Stadthaus mit einer bewegten Geschichte, die glücklicherweise noch nicht zu Ende erzählt ist. Schwere Eisenschlösser sowie meterhohe Zäune und Mauern schützen das über 100 Jahre alte Bauwerk. Als wir das erste Mal Bilder davon fanden, war uns klar, dass wir das mit eigenen Augen sehen müssen, bevor es zu spät ist. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert steht das imposante Gebäude nun schon leer. Und damit es nicht noch weiter verfällt, gibt es einen Hausmeister, der gegen einen kleinen Obolus die Türen öffnet. Welcome to Town Mansion. Wenn man das erste Mal die riesige Eingangshalle betritt, möchte man eigentlich nur eines tun. Ganz laut "Wow!" rufen. Teilweise funktioniert sogar noch der Strom und die alten Lampen hüllen den Saal in ein ganz besonderes Licht. Eigentlich möchte man sich erst einmal hinsetzen und staunen, doch es gibt hier so viel zu entdecken, dass man Angst hat, etwas zu verpassen. Allein die Glasfenster mit ihren martialischen Darstellungen sind mehr als einen kurzen Blick wert. Direkt daneben ein ebenso großer, offener Raum mit zwei Kaminen, der früher wohl einmal als Ballsaal diente. Während wir auch hier die Augen ganz weit offen halten, ein paar Worte zur Geschichte des Hauses. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in dem Bezirk, in dem die Town Mansion steht, eine reiche, aufstrebende deutsche Gemeinschaft. Die Straßen wurden gesäumt von großen Herrenhäusern, die alle im Besitz deutscher Familien waren. Unser Stadthaus wurde im Jahr 1912 erbaut, von einem der größten Ölimporteure Belgiens. Doch dann kam der Erste Weltkrieg und britische Bombenangriffe legten diesen Teil der Stadt in Schutt und Asche. Lediglich zwei Gebäude überstanden den Bombenhagel. Die Town Mansion war eines davon. Wir haben uns ein Zimmer weiter bewegt und sind jetzt im Speisesaal, wo wir die Geschichte weitererzählen werden, während wir uns an ganz vielen Details erfreuen. Nach dem Krieg wurde das luxuriöse Anwesen von einem belgischen Schiffsbauer übernommen, der dort bis zu seinem Tod in den 1960er Jahren wohnte. Die Landesregierung war der nächste Besitzer des Gebäudes und für die folgenden 30 Jahre wurden die Räumlichkeiten als Bürofläche genutzt. Den vorläufigen Schlusspunkt setzte im Jahr 1991 ein Immobilienhändler, der das gesamte Anwesen für umgerechnet 600.000 Euro erwarb. Seitdem ist das Gebäude verlassen, mit Ausnahme des Hausmeisters, der im obersten Stock ein paar einfache Zimmer bewohnt, und Urbexern wie wir von den Lost Place Tapes, die Geschichte am eigenen Leib erleben wollen. Und zu erleben gibt es hier viel. Wie man bereits gesehen hat, ist das Gebäude nicht nur wunderschön ausgestattet mit alten Möbeln, sondern auch bis unter das Dach gefüllt mit Dekoobjekten jedweder Art. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Wir sind zurück in der Eingangshalle, stehen vor einem offenen Kamin und lassen unseren Blick nach oben schweifen.
denn dorthin geht es jetzt als nächstes. Einfach herrlich, wie die Stufen unter unseren Füßen knarzen. Achtung rechts. Das ist definitiv ein erneutes Wow wert. Und habt ihr ihn gesehen, den kleinen Wächter auf der Treppe? Nicht alle Objekte sind allerdings in tadellosem Zustand. Auf diesem Stuhl hier saßen eindeutig schon zu viele Leute. Ansonsten ist aber auch die große Halle im Obergeschoss exklusiv dekoriert. In einem Zimmer linker Hand stoßen wir auf etwas, das uns bisher noch gar nicht begegnet ist. Natürlicher Verfall in Form von abblätternder Farbe. Und was steht denn da Schönes in der Ecke? Ein kleines Schminktischchen. Was wohl in der Dose ist? Ein Gebiss. Ein echter Urbex-Klassiker. Wieso der Strom nur noch teilweise funktioniert, wird einem hier deutlich. Kurzer Test. Lieber wieder ausmachen, nicht dass es noch einen Kabelbrand gibt. Schauen wir mal ins nächste Zimmer. Kein Zutritt. Das ist doch genau, was wir suchen. Eindeutig ein Lagerraum für Fotos und Gemälde, um ein wenig Abwechslung an die Wände der Town Mansion zaubern zu können. Ein wertvoller Edelstein. Der gehört zu dieser genialen Maske. Sieht zwar saugeil aus, aber so richtig viel sieht man durch die kleinen Schlitze nicht. Schon viel besser, leider. Auch hier mal die Stromleitungen testen. In einem kurzen Gespräch mit dem Hausmeister nannte uns dieser ein paar interessante Fakten. Pro Jahr besuchen nur wenige Leute diesen verlassenen Ort. Er schätzte deren Zahl auf lediglich 200 bis 300. Komischerweise gibt es zwei Besuchersaisons, nämlich den Frühling und den Herbst. Im Sommer und Winter käme so gut wie niemand. All das wird allerdings bald ein Ende haben, denn das herrschaftliche Anwesen hat tatsächlich einen neuen Besitzer gefunden. Im Tennis hieße das Spielsatz und Sieg, Town Mansion. Bis zum Ende des Jahres kann man das Gebäude noch besuchen. Ab Dezember wird es renoviert. Und dann auch wieder bewohnt werden. Wir machen uns auf den Weg zurück in die obere Halle. Durch eine lärmgedämmte Doppeltüre, wo wir im Hintergrund eine Empore erblicken. Von dort genießen wir atemberaubende Aussichten. Nächster Raum. Ups. Dann halt ohne Klinke. Dies ist das luxuriöseste Badezimmer des Hauses. Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntermaßen streiten. Und die Farbwahl der Fliesen ist, nun ja, außergewöhnlich. Aber irgendwie passt sie auch zu dem einzigartigen Stil der Town Mansion. Ein Bidet und eine Badewanne dürfen natürlich nicht fehlen. Schränkchen gibt es auch und die sind dazu da, geöffnet zu werden. Sieht so aus, als hätte da jemand Pröbchen aus Hotels gebunkert. Den nächsten Raum nennen wir der Einfachheit halber Musikzimmer, obwohl es so viel mehr zu bieten hat als Musikinstrumente und Schallplatten. Denn wie auch im Rest des Hauses findet man hier ein buntes Sammelsurium der unterschiedlichsten Dekorationsobjekte.
Vom detailliert gestalteten Schiffsmodell bis hin zu Büsten und Skulpturen. Während wir uns noch umsehen und interessante Perspektiven suchen, kommt der Hausmeister ins Zimmer, um uns mitzuteilen, dass hier gleich Vorbereitungen für einen Filmdreh beginnen. Hinter dem Gebäude parkt bereits ein Lieferwagen und ein Mann ist damit beschäftigt, Requisiten auszuladen. Als ob es in dem Haus nicht genügend Kunst und Krempel geben würde. Naja, irgendwann stehen im Ballsaal dann halt Berge von Geraffel und das Musikzimmer wurde bereits ordentlich umgeräumt. Ich bin mir sicher, dass man alle benötigten Requisiten auch in einem der zahlreichen Lagerräume gefunden hätte. Egal ob Stühle, Lampen oder sonstigen Krimskrams aus dem Secondhand-Shop. Ein letztes Zimmer haben wir uns für den Schluss aufgehoben, bekannt als Spiel- oder auch Kinderzimmer. Auch hier sind eine ganze Menge Spielsachen zurückgeblieben. Und wie immer muss man nur genau hinschauen. Einen kleinen Stapel Comics gibt es auch. Darunter Rin Tin Tin und Rusty. Wer kennt ihn nicht? Lange vor Lassie war Rin Tin Tin ein berühmter deutscher Schäferhund, der in den USA in den 1920er Jahren zum Star wurde. Kinofilme, Fernsehserien, Bücher, Comics, eine eigene Radioshow und sogar ein Stern auf dem Walk of Fame. Das alles war Rin Tin Tin. Dann ist leider die Zeit gekommen. Wir müssen die Town Mansion verlassen und wissen, dass es ein Abschied für immer sein wird. Aber wir freuen uns auch darüber, dass dieser verlorene Ort bald wieder mit Leben gefüllt sein wird. Das seht ihr in der nächsten Folge. Inmitten eines kleinen Wäldchens stoßen wir auf ein Gebäude, dessen Zeit leider endgültig abgelaufen ist. Und obwohl es unter extremem Verfall leidet, finden wir noch viele persönliche Dinge aus dem Alltag. Wieder stellt sich die Frage, welche Schicksale haben sich hier abgespielt?